Über der Altstadt Lindenfels erhebt sich auf einem Bergsporn die stolze Ruine der gleichnamigen Burg und bietet einen weiten Blick über das Weschnitztal, bis zum waldreichen Höhenzug der Tromm und bis hin zur Bergstraße. Ihre Mauern künden noch immer von der einstigen Macht und Stärke der Anlage, die Zentrum und Ausgangspunkt kurpfälzischer Politik war. Der Ort am Fuß der Burgruine ist heute der einzige heilklimatische Kurort des Odenwaldes und besitzt ein reizvolles historisches Zentrum. Die mittelalterliche Burganlage ist die am frühesten erwähnte Burg im inneren Odenwald. Bereits zwischen 1077 und 1088 wird eine Slierburg im Lorscher Kodex aufgelistet. Damals war diese vermutlich nicht mehr als eine hölzerne Befestigung, die als Grenzfeste des Klosters diente. Der Ortsname Schlierbach, ein Vorort von Lindenfels, verweist heute noch auf die frühe Bezeichnung. Die Burg selbst wird seit 1123 als Lindenfels bezeichnet. Der Erbauer der jetzigen Anlage und Begründer der davon östlich unterhalb gelegenen Siedlung war nach urkundlicher Nennung 1123 Graf Berthold II., der Jüngere von Hohenberg, bis ca. 1130, Vogt des Klosters Lorsch. Er nannte sich bereits Comes der Lindenfels und verstarb kinderlos. Lindenfels gelangte über den Sohn seiner Schwester an Pfalzgraf Konrad von Staufen, 1134 bis 1196, dem Halbbruder Kaiser Friedrich I. Barbarossas, um 1122 bis 1190. Unter ihm begann zwischen 1155 und 1195 der Ausbau der romanischen Kernburg zur Festung, wie sie die Staufer zur Sicherung ihrer Herrschaft rings um ihr Kernland errichten ließen. Nach der Übernahme des Klosters Lorsch durch das Erzbistum Mainz kam es zu Streitigkeiten mit den Staufern, da das Bistum selbst nun Lehnsansprüche auf Lindenfels erhob. Nach Konrad von Staufens Tod ging der Besitz durch mehrere Hände. 1277 erwarb der Wittelsbacher Pfalzgraf Ludwig II., 1229 bis 1294, die Herrschaft und sicherte dadurch die nahezu 600-jährige Zugehörigkeit der Burg und des Ortes Lindenfels zur Kurpfalz. Seit 1368 zählte Lindenfels zu den bekannten pfälzischen Landesteilen, Kurprecipuum, die von der Kur nie getrennt, verpfändet oder sonst veräußert werden sollten. Das wehrhafte Bollwerk diente den Pfalzgrafen als Stützpunkt im Odenwald. Kaiser Ludwig IV., 1281 bis 1347, verlieh dem Ort 1336 auf dem Reichstag zu Frankfurt die Stadtrechte. Damit war Lindenfels verwaltungsmäßig und wirtschaftlich zum Mittelpunkt der ganzen Gegend geworden. Es folgte die Errichtung einer Stadtmauer. Ab dem 14. Jahrhundert, die Pfalzgrafen hatten unterdessen die Kurwürde erlangt, wurde die Burg kontinuierlich zu einer gewaltigen Befestigungsanlage des Heiligen Römischen Reiches ausgebaut, die mehrere Jahrhunderte lang als uneinnehmbar galt. Das Bollwerk mit seiner mächtigen Außenwehr überstand lange Zeit alle Kriege. 1503-1504 kam es im Landshuter Erbfolgekrieg durch Landgraf Wilhelm II. Von Hessen, 1469 bis 1509, zwar zur Einnahme, jedoch nicht zur Zerstörung der Burg.